Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P Coffee Time. Hallo Bernd. Hallo Kerstin. Wir sind gebeten worden, einmal das Thema Hengst, Wallach, Stute, Pro und Contra aufzugreifen. Ich bin gespannt, wo uns ja, dieses Thema hinführen wird. Bernd, beginn doch mal. Vor allem bin ich über deine Ansicht gespannt, weil also ich bin ja mehr der Stutentyp. Ich bin eher der Stutenreiter, war ich eigentlich immer schon. Ich habe auch verschiedene gute Hengste schon gehabt, aber grundsätzlich finde ich, ist eine Stute, ich möchte jetzt nicht sagen zuverlässiger, ja doch, eigentlich schon. Meine Mädels haben mich nie hängen lassen. Also wo ich noch in der Working Cowhouse war, ich beschreibe es mal mit meinen Worten. In der Working Cowhouse brauchst du ein Pferd, das wirklich viel Luft mitbringt und wirklich viel Kilometer mitbringt. Und meine Hengste haben mich ab einem gewissen Punkt, wenn dann das Finale da war, so ein bisschen hängen lassen. Die sind fauler geworden und es hat dann der Drive so gefehlt. Also du hast ja im Endeffekt die Herdwork, du hast die Drywork, also die Reining Pattern und dann die Arbeit mit dem Rind. Ja. Wenn du Pech hast und du hast verschiedene Klassen, was auch immer, hast das Ganze zweimal auf dem Turnier. Mhm. Das heißt, die laufen schon ihre Kilometer. Und da waren meine Hengste ganz oft so ein bisschen faul und am Ende hat ihnen dann die Zündung gefehlt und ist nicht mehr das gekommen, was du braucht hättest. So, bei meinen Mädels war das genau umgekehrt. Die haben angefangen und gesagt, ja, komm, okay, alles cool. Haben dann festgestellt, oh Mist, hey, wir müssen uns schon bemühen und sind dann immer besser geworden. Und am Schluss eigentlich im Finale ist da gewesen, wo sie am besten gelaufen sind. Da war noch viel mehr Power da. Wenn ich jetzt wieder sage, die sind leidensfähiger, dann hört sich das wieder blöd an. Aber du musst erstmal mit einem Muskelkater im Körper am Rind nachjagen. Also das musst du schon auch erstmal machen wollen. Und da waren viel mehr Pferde dabei, die halt so diesen Spirit dabei gehabt haben. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur die falschen Hengste erwischt, keine Ahnung. Fakt ist, ich bin eher der Stutenmensch. Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Und zwar, der Fips hat dich ja mal hängen lassen, in Anführungsstrichen, Demo beim Grämer, fahren vom Boden, Kinderkram für den Fips, der ist nicht mehr rückwärts gekommen. So. Kompletter Idiot. Also, Situation war so, Bernd hat beim Grämer eine Demo gegeben, der Fips war damals schon geritten, aber trotzdem ging es um die Bodenarbeit und er sollte fahren vom Boden demonstrieren und Fips hat dann festgestellt, er kann nicht mehr rückwärts. So auf einer Demo kannst du halt dann, ja, die Harren der Dinge, die da kommen, ja, auf jeden Fall ging er nicht rückwärts, egal was du probiert hast. Du musst es aber anders erzählen. Nein, weil sonst ist meine Frage weg. Du kannst ja dann gerne nochmal ausführen. Gleiche Situation, Krämer, Flame dabei. Flame ist Fips Tochter. Glaubst du, dass sowas auch passieren würde, dass die da sagt, nein, kann ich nicht? Oder ist jetzt nur, weil auch sagt halt mal, kann ich nicht oder Hengst und der Stute wird das immer alles ausführen? Der Fips war damals nur Hengst, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Da war er nur Hengst, ja. Sie erzählt das komplett falsch. Weil der Fipsel, der ist nicht so begeistert von so Babyarbeit, sage ich mal. Das geht da los, wo man, wenn man mit dem Snafflebit kommt oder was weiß ich, mit einem Sidepull zum Beispiel, wenn ich komme, dann siehst du schon, wie die Löffel hängen und er sagt, oh, Babyscheiß. Mhm. Super. Außerdem war er schon ziemlich stinkig, weil wir von einem Krämer zum anderen gefahren sind und der war da einfach viel zu viel unterwegs, also ich habe ihm da viel zu viel zugemutet. So, und damit ich nicht so viel auf ihm reiten muss, der Boden war tief, das hat ihm auch gestunken wie die Sau, habe mir gedacht, mache ich Doppellangstrahl. Weil, machen wir ein bisschen Babyarbeit, passt schon, da braucht er sich nicht schinden. Ich pro Pferd, ne? Super. Der Fips hat gesehen, wie ich die Dinger dran mache und dann hat der Fips so ein Geräusch, so ein bisschen ein Grunzer und ich habe gedacht, oh super, das wird nicht lustig. Und es ist eigentlich ganz gut gelaufen, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, rückwärts Marsch und wollte Bein für Bein nehmen. Und dann hat er den Kopf weggeklappt, Kinn auf Brust und war keinen Millimeter, aber nicht einen Millimeter rückwärts zu bewegen. Dann habe ich ein paar Vorübungen gemacht, dann habe ich ihn an der Hand genommen und probiert an der Hand rückwärts richten, auch nicht möglich. So, und unterm Strich musst du halt irgendwann dann einknicken und sagen, okay, heute ist, was weiß ich, Samstag, am Samstag ist rückwärts aus, habe ich vergessen, machen wir halt heute nicht und fertig, lassen wir halt rückwärts weg. Was willst du anders machen? Es ist halt so. Und ich glaube, die Flame hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber anders. Die hätte nicht einfach dann stoisch gesagt, nee, ich bewege mich nicht, mir scheißegal, was du machst, sondern die hätte dann eher so Sachen gezogen wie vielleicht steigen, wegdrehen, weglaufen, gegen das Gebiss drücken, irgend solche Sachen. Also ich glaube, aus dem Charakter kommt sie nicht raus. Der Fips ist kein einfaches Pferd,
wissen wir. Hm. Und Flame, man, die war eine halbe Stunde alt und ist auf uns losgegangen. Das war vielleicht grundsätzlich ein Fehler, diese Anpaarung. Vorsicht, dünnes Eis. Dünnes Eis, vorsichtig. Aber charakterlich, ja, ich habe schon gewusst, dass es wahrscheinlich schwierig wird, dass dann das so ausfällt, war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Ist jetzt im Nachgang nicht schlimm, weil sie bleibt bei uns und sie ist ja bei uns und sie ist im Team. Sie ist ja ein ganz normales Pferd, Anführungszeichen, ja, wenn man es dementsprechend normal behandelt. Also da ist überhaupt gar kein Thema. Aber da siehst du mal, was mit Zucht auch in die andere Richtung machen kannst. Mega talentiertes Pferd, super hübsches Pferd. Dürfte eins der besten Pferde sein, die ich jemals gezüchtet habe. Aber sehr, sehr, sehr schwieriger Charakter. Aber die hätte da anders reagiert. Ich glaube, wenn der Fips Wallach gewesen wäre damals schon, hätte er gesagt, ja komm, dann machen wir den Scheiß jetzt und fertig. Wobei, nein, kannst du eigentlich auch nicht sagen, weil er ist ja jetzt ewig schon Wallach und hat trotzdem nur so seine Sachen, wo er sagt, na, pass auf Leute, machen wir so nicht. Den Stempel mag ich nämlich nicht, dass man sagt, Wallach, zack, der macht alles widerstandslos und willig und der Stute, ja, da musst du halt was einfallen lassen. Aber wir haben mit Wallach ganz wenig Schwierigkeiten. Also, um jetzt mal den schwierigsten Wallach zu nennen, den ich getroffen habe, das war auf jeden Fall der Ferox. Ferox, ja. Der hat die Pferde geschält im Gesicht mit seinen Zähnen, als der gekommen ist. Der hat Spock getreten und sagt, der Cookie, großer Warmblut-Wallach, den kommt man nur mit Fähnchen statt irgendwo hinführen. Der Willi von Pferdeprofis, hochgradig. Willi war richtig zähnig, ja. Wir haben der, na gut, der Henry war Hengst. Ja gut, okay, wir haben auch mit den Wallache ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, also nur weil da halt zwei Dinge fehlen, die da runterhängen, sind die ja nicht willenlose, charakterlose Wesen. Im Gegenteil. Ja, das stimmt schon. Aber du weißt ja, du brauchst drei Voraussetzungen für ein gutes Pferd. Ja. Ja, zum einen, es muss ein Wallach sein, zum anderen, es muss ein Fuchs sein, zum dritten, es muss ein Quadras sein. Ja. So. Das weiß ich schon. Nein, aber vom Prinzip, also ich glaube, mit Wallache hast du auf jeden Fall, schau, die Herdenzusammenführungen, die wir oft machen, wenn wir die Pferde in der Herde arbeiten, muss man vielleicht kurz erklären, wir schauen ganz oft, dass wir Jungpferde alle zur selben Zeit kriegen, dann verherden wir die, dass die eben miteinander laufen, miteinander in der Halle gearbeitet werden und dann laufen da zwischen 3 und 5 Pferde miteinander in der Reithalle oder auf dem Reitplatz. Wir holen uns einen nach dem anderen raus, machen Bodenarbeit, machen einen Sattel drauf, lassen den wieder laufen, holen uns den nächsten Bodenarbeit, Sattel drauf und so weiter, dass diese Herdendynamik da ist. Mhm. Und da haben wir bei weitem nicht so viel Gezicke mit Wallache wie mit Stuten. Vielleicht kurz dazu erklärt, mit Hengste machen wir das nicht. Einfach, weil ich glaube, dass es das Risiko einer Verletzung nicht wert ist, Anführungszeichen, nur für 2, 3, vielleicht 4 Monate Arbeit. Also wenn da wirklich einer irgendwo, Hengste raufen schon auch manchmal ziemlich. Und wenn dann einer ausfällt, durch verletzungsbedingt, wäre das weder im Sinne von uns noch im Sinne vom Pferd und schon gar nicht im Sinne vom Besitzer, wenn wir dann anrufen müssen und sagen, hey, übrigens, dein Wallach, dein Hengst hat sich Kapalgelenk gebrochen, die haben miteinander gespielt, Anführungszeichen. Also da vielleicht einfach dazu erklärt, dass da halt die Hengste untereinander schon ein bisschen ruppiger damit umgehen. Zumal wir nicht nur Hengste im Stall haben. Das wäre wieder was anderes, wenn wir eine Anlage wären, wo man sagt, wir nehmen nur Hengste, dann hast du da ganz anderes Testosteron drin, ganz anderes Adrenalin, weil die Mädels halt, wenn dann eine rossig ist, da schon ein bisschen, naja, kennen wir ja von uns Menschen. Ne? Aber grundsätzlich haben wir da in der Herdenzusammenführung mit die Wallache viel weniger Schwierigkeiten. Die schmeißt zusammen, die schnuppern sich an und sagen, ah, hallo, lass uns mal in die Ecke gehen und schauen, was da für Kasten hängt. Super. Und wir haben jetzt auch immer wieder Feinschliffpferde, die einfach schon ein bisschen älter sind und geritten. Auch da schauen wir natürlich, dass man immer wieder was vergesellschaftet, in Absprache mit dem Besitzer. Und auch da mit die Wallache. Also momentan genieße ich es so sehr, weil wir halt jetzt einfach viele Pferde haben, die schon länger bei uns sind. Und dann kannst du da 3, 4 auf einmal rausbringen und du weißt, es passiert halt einfach nichts. Keiner kloppt sich oder sonst was. Ja. Ja. Also das ist schon, muss man sagen, definitiv easier. Mhm. Auf die Ranches, wo ich war, wir haben ganz selten Stuten geritten. Wir haben ganz selten Stuten geritten. Wir haben meistens Wallache gehabt zum Arbeiten. Und das war in der Regel auch problemlos. Welche Arbeiten habt ihr so gemacht? Also wenn sie jetzt um Rinder sortieren? Rinder sortieren, einfach die Arbeitspferde. Mhm. Die sind da draußen, die leben da, was weiß ich, ein Dreivierteljahr halb wild auf riesige Flächen.
dann treibst du es zusammen, dann fängst du da was raus, dann hast du 2-3 Tage Zeit, lernst dein Pferd kennen, machst jeden Tag 2 bis 3 Arbeitseinheiten und dann gehst du raus und gehst halt roben, aussortieren, was auch immer. Und da waren wir mit der Wallache eigentlich, ich glaube, ja gut, 2-3, die dabei waren, wo man sagt, naja, man würde halt salopp sagen, scheiß Pferd. Aber vielleicht ist auch nicht so viel Arbeit reingesteckt worden, vielleicht hat er ein bisschen Pech gehabt und was weiß ich, weiß ja nicht, was alles ist. Aber in der Regel waren das eigentlich immer gute Wallach. Und jetzt, wenn ich mir zum Beispiel ein neues Pferd kaufen möchte, würdest du dann sagen, dass man sich Gedanken macht, also gut, Hengsthaltung ist vielleicht sowieso manchmal ein bisschen schwierig, dass es wirklich Anlagen gibt, die Hengste nehmen und die auch vernünftig halten, dass die nicht nur in der Box sind. Also den würde ich jetzt mal einfach kurz außen vor lassen. Aber würdest du sagen, man soll sich Gedanken machen, ob Stute oder Wallach? Auf jeden Fall. Also definitiv sollte man sich Thema Hengst da auf jeden Fall drüber Gedanken machen. A, ich bin jemand, der sagt, wenn der Hengst mindestens 5 Stuten deckt im Jahr, dann ist das einfach eine arme Sau. Schau, einen Fips habe ich auch kastrieren lassen. Wir haben nicht genügend Deckanfragen gehabt damals für den Burschen. Er war ein braver Hengst, da gibt es ja nichts. Ja. Aber ich habe trotzdem irgendwann beschlossen, pass auf, ich will nicht, dass der da drin steht, dicke Backen macht, weil da Mädels kommen und machen und tun. Also das sehe ich einfach in meiner Verantwortung. Und da lasse ich ja überhaupt nicht mit mir diskutieren, gar nicht. Da habe ich meine Einstellung. Vor allem, wenn ich dann sehe, wie viele von diesen Reithengsten, ja, weißt, das ist besser fürs Pferd und kastrieren ist jetzt nicht so mein Ding. Der Ausdruck geht verloren. Dann hat er so ein Gebiss drin, nur das Maul auf, die hängen in die Zügel, alles drückt weg. Pferd, da kannst du Futter reinschütten, was du willst, der rennt den ganzen Tag am Zaun auf und ab, weil er einzeln gehalten wird, weil er sich mit alle klopft und macht und tut. Das ist ein eigenes Thema, weil da bin ich echt empfindlich, wenn du siehst, was da oft wirklich tierschutzrelevant unterwegs ist, einfach nur, weil es halt Hengst bleiben soll, weil irgendein Depp sagt, nee, kastrieren kommt nicht in Frage, das würde ich meinem Pferd nicht antun. Also da, das ist ein Reizthema, definitiv. Und Wallach oder Stute, muss man halt schon auch überlegen, gerade stutentechnisch, ganz oft Argument, ja weißt, wenn die was hat, dann lassen wir es halt decken, dann können wir unser Fohlen ziehen. Das geht sowas von ins Geld, Leute, das könnt ihr gleich bleiben lassen, weil gescheiter kaufst du ein fertiges Pferd, wo du weißt, wie ist er entwickelt, wie ist er gewachsen, wie ist er charakterlich, wie steht er da, wie ist er geritten und. Da mag ich gar nicht ausführen, weil das ein Fass ohne Boden ist. Da läuft richtig Geld in ein Pferd. Aber ich muss mir halt auch Gedanken machen, wie komme ich damit klar, wenn ich vielleicht aufs Turnier will, Madame ist aber gerade rossig. So, und dann stehst du halt doch auf dem Turnier, du hast lange darauf vorbereitet und lange dafür gearbeitet und das ist halt heute nicht mein Tag. Bad Hair Day, alles schlecht. Da muss man halt dann auch drüberstehen können. Drüberstehen, Verständnis haben für sein Mädel und sagen, ja komm, nächstes Mal ist wieder besser, alles cool. Oder ich kenne auch tatsächlich Besitzer, die planen die Turniere nach dem Zyklus ihrer Stute. Wo sie sagen, nee, da braucht man gar nicht hinfahren, da kostet die Box 200 Euro die Woche und der Start kostet mich das und das. Den Tausender, wenn ich gleich wegschmeiße, ist genauso viel, weil die fährt da hin und ist scheiße drauf, 100 Pro. Also das ist auch was man da so ein bisschen durchdenken sollte. Aus meiner Sicht, glaube ich, für Otto Normalverbraucher und für einen ganz normalen Freizeit- und ambitionierten bisschen Turnierreiter ist, glaube ich, ein guter Wallach die beste Lösung. Erstens, sichere Bank dann in dem Fall. Genau, erstens hast du keinerlei Schwierigkeiten. Wo bringen ihn hin? Oder wenig Schwierigkeiten. Ja. Wo bringen ihn hin? In welche Herde? Ja, vor allem sollte mal der Stall gewechselt werden müssen. Dann hast du halt mit einem Wallach vermutlich auch weniger Schwierigkeiten. Ja, genau. Und es ist dann auch oft ein bisschen die Frage, das ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema, wann kastriere ich den oder wann ist er kastriert worden? Weil ich kenne ganz viele Facetten, Leute, die sagen, wir haben den 4 werden lassen, damit er sich entwickelt und haben den dann kastriert. Aber auch wieder andere, die sagen, wir haben den mit einem Jahr schon kastriert, kenne ich auch. Ja, das kannst du nicht machen, dann wächst der groß. Ja, das kannst du nicht machen, dann wird er fett, bla bla. Ich glaube, das kann man alles so pauschal nicht sehen, weil ich kenne Hengste, wie ich gerade gesagt habe, die laufen rauf und runter am Zaun, haben den Unterhals ausgeprägt, Rücken weggedrückt und die Leute sagen, ja, wir lassen den nur Hengst, damit er sich entwickelt. Der gehört so schnell wie möglich kastriert, dass dieser Stress unter Kontrolle kommt und dieses Pferd überhaupt eine Chance hat, dass er sich entwickeln kann.
Aber auch wieder andere, die halt tatsächlich so ein bisschen hinten dran sind, wo du denkst, mei, danach mach sich immer fest, der schaut nur wirklich aus wie ein Baby. Vielleicht sollte man den noch wirklich ein bisschen Angst lassen, dass er ein wenig Selbstvertrauen kriegt. Mhm. Weil in der Herde ist das letzte Licht. Wird ständig gemobbt von den anderen. Traut sich sowieso nirgends hin. Steht ganz hinten und sagt, ich bin auch noch da. Ich bin zwar Hengst, aber ich traue mir da nicht hin. Weißt du, das ist wie mit Menschen auch. Das ist ganz unterschiedlich. Der eine entwickelt sich in die Richtung, der andere in die. Also ich glaube, da gibt es gar kein Pauschal, wann gehört er kastriert, sondern das Pferd anschauen und halt... Gute Züchter kennen ihre Zucht und wissen, oh, aus der Linie, die brauchst vor 4 gar nicht erst drin, weil der sowieso so verhaltensunauffällig ist, der wird sonst kein wirkliches Mannsbild oder kein brauchbares Pferd, sage ich mal. Weil wenn der sieht, dass irgendwo Tor aufgeht und umdreht und abhaut, weil er halt sagt, oh nein, wir werden alle sterben, dann hilft es ja auch kein Menschen nicht. Dann braucht man eher einen, der sich hinstellt und sagt, hey Jungs, ich bin jetzt auch da, alles cool. Also das ist auch... Ich glaube, ein Thema für sich, das muss man, aber das ist, glaube ich, nichts für einen Coffee Talk, weil das muss man wirklich 1:1 mit den Personen, die Pferde suchen, besprechen. Was suchst du und was brauchst du? Das stimmt. Weil nicht, dass wir jetzt viele Nachrichten kriegen, sie haben eine Stute und die ist ganz toll und das, um Gottes Willen, gibt es auch. Also, ja. Alles gut gemacht. Ja, aber grundsätzlich auch einfach zum Thema Anreiten. Ein Wallach ist vermutlich, auch da mehr im Flow. Mit momentan haben wir eine Stutengruppe bei uns, da ist dann schon, wenn die rossig sind, muss man schon ein bisschen Rücksicht nehmen oder laufen halt vielleicht nicht gleich so gern vorwärts oder was auch immer. Also die, muss man immer ein bisschen mehr Rücksicht nehmen oder sich im Kompromissweg einfallen lassen. Ja, und da hast du ja oft so diese typischen Stutengesichter, ne? Wo es dann, wo du kommst zum Wallach und der Wallach sagt, was machen wir denn heute? Ja. Du kommst zur Stute und sie sagt, stirb. Ja, genau, so ungefähr. Also das ist da auch alles mit dabei, ist halt so. Und bevor jetzt wieder einer schreibt, dann muss man mit den Stuten anders umgehen. Eine Stute darf auch mal einen schlechten Tag haben und sagen, stirb. Also das ist auch sowas, was mich so stört. Wir leben in einer Zeit, wo jeder, der irgendwas hört, sofort denkt, man muss das rechtfertigen. Weil wie du gerade gesagt hast, ja, ich habe aber Stute, die ist nicht so. Ja, herzlichen Glückwunsch, super, aber es gibt halt leider sehr viele, die sind halt anders. Ich habe zum Thema Jungpferde habe ja das schon mal eine sehr höfliche Anfrage gekriegt, aber ich habe mal, du sagst immer, Jungpferde möglichst nicht selber anreiten. Ich habe mein Jungpferd selber angefangen, aber ich will ja grundsätzlich eigentlich eh nicht reiten. Ich lasse ja meistens eh auf der Koppel und bla 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 und lalala. Bei mir hat das super funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Fakt ist, wir kriegen ganz viele Anfragen mit Pferden mit Kapalgelenksschäden, Hufrolle kaputt, Rücken kaputt, Hals wegdrückt, maulig wird Sau, Panik im Gesicht, weil es einfach so viel falsch gelaufen ist. Also auch einmal einfach nur den gesundheitlichen Aspekt betrachtet, nicht nur, dass man sagt, es ist halt was schiefgegangen und mein Pferd hat irgendwas falsch verstanden, sondern eben auch, es ist ja ganz, ganz viel Aufbau der Muskulatur notwendig, dass unsere Pferde möglichst lange gesund bleiben. Ja. Aber ja. Ich schweife schon wieder ab. Noch irgendwas zu Hengst, Wallach, Stute? Nein, fällt dir noch was ein? Nee. Weil jetzt müssen wir zu unseren Hengst, Wallach, Stuten und wieder reiten. So machen wir es. Ja, so machen wir es. Okay. Ich hoffe, euch hat diese Coffee Time Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mir hat schon Spaß gemacht. Bis bald.